Das ist ja mal total komisch. Warum schreien denn alle unter Lamis Video, dass ich ihm unbedingt helfen soll? Was ist denn mit Lami passiert? Ist irgendwas Schreckliches passiert? Oh oh, ich glaube, ich mache mir jetzt ein wenig Sorgen. Ich glaube, ich sollte einfach mal zu Lami gehen und mal nachgucken, was da denn passiert ist. Hat sich Lami etwa verletzt oder warum sollte ich ihm denn jetzt helfen? Das klingt komisch. Oder steckt da vielleicht mehr dahinter als nur eine Verletzung oder sowas? Das macht mich ja jetzt total neugierig. Na gut, wir werden jetzt auf jeden Fall zu Lami gehen und die ganze Sache mal abchecken. Aber Leute, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Oh ja, ich glaube, darüber würde sich Lami auf jeden Fall freuen, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber jetzt, hallo, Lami? Der ist wirklich nicht zu Hause, oder? Ist denn hier irgendjemand zu Hause? Hallo? Oh, die Gartentür ist offen. Wartet mal. Ich glaube, da gehe ich mal lang so einmal hier durchschleichen und... die Gartentür ist hier auch offen. Okay, das ist total seltsam. Na gut, dann wollen wir mal. Und hallo? Ist hier jemand zu Hause? Oh oh. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Wurde hier etwa eingebrochen? Ich habe gar keine Ahnung. Oh, warte mal. Die Kommentare. Dämonenmädchen, du musst Lami unbedingt aus dem Gefängnis rausholen? Warte mal. Aus dem Gefängnis? Warum ist denn Lami im Gefängnis? Stopp mal, stimmt das überhaupt? Oder wollt ihr mich einfach nur trollen? Ich glaube, ihr Fieslinge wollt mich nur trollen, oder? Oh ja, ich kenne doch die Lami-Army. Ihr seid immer so kleine Troller. Na gut, hier oben ist auch keiner, oder? Leo? Dämonenmädchen, bist du es? Ich bin im Badezimmer. Im Badezimmer? Hey Leo, was machst du denn hier? Baden, das siehst du doch. Ich mache gerade einen Wettbewerb. Wie lange kann ich es in der Badewanne auszuhalten, ohne rauszugehen? Was ist das denn für eine Challenge? Und sag mal, wie lange bist du jetzt hier schon in dieser Badewanne drinne? Ungefähr schon 3 Tage. Ich habe hier auch ganz, ganz viel Pipi. Ich habe kein Mal Pipi hier reingemacht, wirklich. Das ist ja mal total eklig. Aber sag mal, hast du denn nicht mitbekommen, was mit Lami passiert ist? Hey, dein Vater wurde ins Gefängnis gesteckt. Schreiben alle in die Kommentare. Warte mal, was? Oh, stimmt. Gestern hat Lami gesagt, da sind Polizisten vor der Tür. Aber ich durfte diese Badewanne nicht verlassen. Sag mal, Leo, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Dein Vater wurde ins Gefängnis gesteckt und du machst hier so eine komische Badewanne-Challenge. Oh Mann, das heißt, ich muss Lami retten. Oh, Leo, raus aus der Badewanne. Niemals, ich werde 10 Tage in der Badewanne sein. Oh Mann, Kinder sind immer so, ihr wisst schon, wie ich meine. Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Gefängnis und werden versuchen, Lami zu befreien. Dafür müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal ins Gefängnis fahren. Ich hoffe, am Strand steht noch mein Jetski bereit. Und dann werde ich direkt zum Gefängnis flitzen und ihn da irgendwie befreien. Wie wär's, wenn ich ihn einfach dort rausbuddle? Oder, wie soll ich das denn sonst machen? Die werden niemals Lami rauslassen. Ich weiß ja noch gar nicht, warum Lami im Gefängnis ist. Ist er überhaupt unschuldig oder ist er schuldig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss mehr über diesen Fall wissen. Da steckt mehr dahinter. Lami ist, glaube ich, unschuldig. Ich vertraue Lami. Er ist auf jeden Fall lieb und macht niemals etwas Böses. Na gut, dann wollen wir mal. Oh, das Jetski steht auf jeden Fall noch bereit. Einmal draufhüpfen und ab zum Gefängnis. Leute? Oh, ihr seid es. Oh Mann, ihr habt mich ja wirklich erschrocken. Aber, hey Freunde, ich bin's Lami und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, aktiviert die Glocke und wenn euch das Video gefällt, lasst noch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lami Army, der coolsten Army auf ganz YouTube. Aber Leute, ich könnte eigentlich weinen. Ich bin so traurig und deprimiert. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein, dass ich immer noch hier im Gefängnis stecke, obwohl ich unschuldig bin. Aber jeder Polizist
wirft mir hier vor, dass ich wohl einen Polizisten erschossen habe und dieser Noob von gestern hat auch gesagt, dass ich irgendwie rote Augen hatte und den Polizisten am Eingang erschossen habe, ohne etwas zu sagen. Das ist alles ziemlich, ziemlich komisch und ich weiß nicht, was sie damit meinen. Ich war ja offensichtlich gestern den ganzen Tag zu Hause und ich möchte endlich hier raus. Und ich bin angekommen. Da wären wir. Na gut. So, jetzt muss ich nur noch den Lami finden. Vielleicht ist er auch auf dem Gefängnishof. Wir gucken mal. Nee, sieht nicht danach aus. Na gut. Oh, die Polizisten dürfen mich auf gar keinen Fall sehen. Oh Mann, das wäre gar nicht gut. Oh, ganz, ganz vorsichtig. Vielleicht gehe ich einfach mal hier hoch und... Oh, warte mal, das erinnert mich an etwas. Ich war ja auch im Gefängnis und ich war genau in dieser Zelle. Oh Mann, ey, das muss ich mal direkt abchecken, diese Zelle hier. Das bringt auf jeden Fall Erinnerungen hoch. So, einmal hier und... Lami, du bist in meiner alten Zelle? Dämonenmädchen, was machst du denn hier? Ganz, ganz, ganz leise. Ich werde dich auf jeden Fall hier rausholen. Ich weiß nicht, warum du hier im Gefängnis bist, aber ich werde dich auf jeden Fall befreien. Das bin ich dir schuldig, Lami. Aber, ich kann doch jetzt nicht wirklich aus dem Gefängnis ausbrechen, oder? Na gut, wie du willst. Du kannst auch gerne im Gefängnis bleiben. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Stopp mal, komm wieder zurück. Ich komme mit, was muss ich machen? Alles klar. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, warum du hier im Gefängnis bist, aber ich vertraue dir auf jeden Fall, wenn du mir sagst, dass du unschuldig bist. Ich bin auf jeden Fall unschuldig. Die meinen hier im Gefängnis alle, dass ich irgendeinen Polizisten erschossen hätte mit roten Augen und einer Pistole und ich hätte wohl nichts gesagt, hätte einfach nur den Polizisten umgeschossen und wäre dann wieder abgehauen, aber ich war den ganzen Tag zu Hause und dann wurde ich verhaftet. Warte mal, das klingt auf jeden Fall nach einem fiesen Plan von dem Game Master. Das war ganz bestimmt der Game Master, Lami. Du musst mir glauben, ich hab es. Ganz genau, 1 + 1 = 2. Das war der Game Master. Du musst mir glauben, ich hab es. Ich bin so schlau, ich bin ein kleiner Detektiv. Alles klar, dann glaube ich dir mal. Oh, dieser Game Master, wir müssen ihn endlich mal verprügeln. Oh ja, den Game Master müssen wir auf jeden Fall noch schnappen. Aber bevor wir das tun, Lami, muss ich dich hier erstmal rausholen. Na gut, dann nehme ich einfach mal die Spitzhacke. So, Lami, dann mache ich das hier mal auf. Ganz, ganz vorsichtig. Und das hier und das hier. Na gut, dann raus mit dir, komm her. Oh Mann, Dämonenmädchen, wir sind jetzt auf jeden Fall mega kriminell. Aber wir sind doch eigentlich unschuldig. Ich hole einfach nur den unschuldigen Lami raus und jetzt hüpf aufs Jetski und ab nach Hause. Oh Mann, ich glaub's nicht. Das Dämonenmädchen hat mich wirklich befreit. Warte mal, heißt das etwa, ihr habt das alle in die Kommentare geschrieben, dass das Dämonenmädchen mich retten soll? Oh Mann, Leute, ihr habt mich gerettet. Oh ja, die Lami-Army hat das ganz, ganz oft in die Kommentare geschrieben und ich habe mich gewundert, warum ich dir helfen sollte. Das habe ich ja gar nicht kapiert. Und jetzt ergibt alles einen Sinn. Der Game Master hatte sich bestimmt als Lami-Klon verkleidet und ist ins Gefängnis gelaufen und hat einen Polizisten erschossen. Bestimmt war das genauso 1:1. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass der Game Master das genauso geplant hatte. Oh Mann, Dämonenmädchen, du bist wirklich so, so schlau. Oh Mann, ey. Freunde, stimmt das, was das Dämonenmädchen hier gerade erzählt? Ich glaube dem Dämonenmädchen auf jeden Fall. Und die Story hört sich auf jeden Fall sehr, sehr böse an. Genau wie eine Story von dem Game Master auch sein sollte. Na gut, wir sind aber jetzt auf jeden Fall endlich wieder draußen. Aber wir müssen aufpassen, nicht dass die Polizisten uns jetzt verfolgen. Oder vielleicht sind die Polizisten sogar mit dem Game Master vereint. Also, die haben ein Team gemacht. Oh, das wäre gar nicht gut. Dann wäre nicht nur der Game Master hinter uns her, sondern auch die Polizei. Oh Mann, das ist 1:1. Oh, du sagst es. Lass uns jetzt auf jeden Fall verstecken, Dämonenmädchen. Und Freunde, was meint ihr? Wie geht es weiter? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Dann können wir gucken, was wir mit dem Game Master auf jeden Fall machen. Wir müssen auf jeden Fall einen Plan schmieden, wie wir den Game Master besiegen können. Aber Leute, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst, wie es weitergeht. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert noch etwas Liebes. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder und tschüss. Ciao.